Hallöchen und herzlich willkommen zurück hier bei Staxel. Wir wollten heute mal eine weitere Aufgabe erledigen, und zwar zum Ritter geschlagen. Wir gucken sie uns nochmal ganz kurz an. Also die Emily redet mit uns. Wer redet mit uns? Iris redet mit uns, aber Emily lässt keine Wahl. So, wirklich Markt für mit Stil, und da ging es irgendwie um Kleidung und Klamotten. Also extrem selten, also sind sehr selten, so selten, dass man sein ganzes Leben lang danach verbringen könnte, aber damit schaffst du es dorthin. Also wir müssen diesen Teleporter benutzen, dieses Ding hier, und gucken, was da los ist. Gut, dann gehen wir doch da mal zusammen hin. Waren wir noch nie? Ach ja, ich muss mich mal drehen. Ich nehme das ja am Stück auf. Wer die letzte Folge gesehen hat, weiß ja, womit ich mich gerade quäle. So, wo sind wir denn hier? Ach, guck mal, ist das hübsch hier. Nee, weil ist das hübsch. Wir nehmen einfach mal ein paar Schlossblumen mit, weil die anderen wüsste ich jetzt nicht. Da gibt es wahrscheinlich Blätter raus. Wobei, eigentlich könnten wir ja... Oh. Sternenteil. Also, wir haben ja eine Sense, ne? Wir könnten also vielleicht hier... Das ist ja auch alles irgendwie Unkraut, ne? Das wisst ihr ja. Das ist, So, einfach mal hier durchflügen, weißt du? Es könnte ja auch sein, ne, unter uns jetzt, dass hier jemand eine Pollenallergie hat. Und wäre es natürlich schon sinnvoll, wenn wir das sozusagen hier, ja, ne? Also diese Menschen ein bisschen erlösen, ne? Wenn ihr eine Pollenallergie hättet, würdet ihr auch sagen, hey, Fat LP, danke, dass du das hier alles wegsenst, ne? Weil Schnupfen. So. Wir können uns ja im Zweifel auch hier hinlegen. Ist ja nicht so wie bei armen Menschen. Wir haben ja einen Schlafsack mit. Und generell müssen wir auch mal gucken, ob wir nicht hier alles wegnehmen, weißt du? Einfach mal die ganze Hütte ein bisschen verschrempeln und kaputt machen. Das ist schon okay. Das, weißt du, das erwartet das Spiel ja letztlich auch von uns. Ne, wenn ich jetzt hier zum Beispiel, ne, wir haben jetzt ein paar Blätter. Und jetzt nehme ich zum Beispiel den Hammer. Ne? So, und dann gucke ich mal, das braucht doch kein Mensch. Oder sowas. Ja, oder sowas. Oder sowas. Oder... Hier so ein Tor ist auch völlig überbewertet. Glaubt mir das. Das sind weiße Steinblöcke, die kann ich gleich zum Hausbau verwenden. Ich meine nicht, dass ich noch ein Haus bauen müsste, aber wir wollten ja zum Beispiel auch Morells Haus erweitern. Und dann sehen die bestimmt super aus. Ja? Guck, so ist doch viel, viel besser. Jetzt können wir mal die Lupe nehmen. Niedrige Hecke, niedrige Hecke. Langer Grasblock. So wird das gemacht hier. So, siehst du. Gucken wir uns die Steine an. Das hier. Pinke Dachfliesen. Oh. Oh. Hallo. Und ich habe hier noch nie gesehen. Schaust du nach den Pilzen? Das müsste eigentlich in der großen Halle sein. Na gut, gucken wir in die Pilze. Und ich habe hier auch noch nie gesehen. Suchst du den Prinzen? Oh, habe ich gerade was von Pilzen erzählt? Ich hoffe nicht. Ah, das ist halt der Vorteil, wenn man nicht lesen kann, nicht wahr? Warum ich jetzt ins Sächsische gehe, weiß ich aber auch nicht. So. Wer ist das hier? Wer bist du? Mach jetzt bloß, dass du abhaust, sonst rufe ich die Wachen. Wer bist du? Halt die Fresse, blöde Kuh. Ich nehme mir mal den Sternsplitter mit. Der Prinz. Ach, Fedel P. Mit dir habe ich hier jetzt definitiv nicht gerechnet. Was ist hier denn, ihr Jungen? Was für ein glücklicher Zufall. Seit kurzem sind wir chronisch unterbesetzt. Wir würden dich angemessen entlohnen, wenn du ein paar Kleinigkeiten erledigst. Was meinst du? Kannst du uns unter die Arme greifen? Sicher. Ausgezeichnet.
Beginnen wir mit einer ganz leichten Aufgabe, nur um zu sehen, wie du dich schlägst. Durch den Eingang gelangst du in die königlichen Gärten. Dort gibt es eine besondere Blume, die sich von allein allen anderen unterscheidet. Bring sie mir und dann reden wir weiter. Ach, ausgezeichnet. Es ist lange her, dass sich jemand für eine dieser Blumen interessiert hat. Ich frage mich, ob... verzeih mir. Ich möchte ehrlich zu dir sein, Fett LP. Ich habe dich nicht ohne Grund nach dieser besonderen Blume geschickt. Von deiner Ankunft hat uns eine Nachricht erhalten. Darin wurden wir darum gebeten, dich mit gewissen Materialien auszustatten. Das war eines dieser zwei Materialien. Ich möchte dennoch betonen, dass wir ziemlich unterbesetzt sind. Deine Unterstützung wäre von uns für größere Bedeutung. Wenn du nur eine kleine Aufgabe erledigen würdest, überlasse ich dir das andere Item mit Freuden. Was sagst du dazu? Ja, ich kann ja nicht viel dagegen machen, ich brauche das ja. Nun, das könnte man sicherlich so betrachten. So, ich benötige einige dieser, Sternsplitter. Die sieht man hier ziemlich selten. Ich denke, dass 6 genügen sollten. Ich freue mich bereits auf deine Rückkehr. So. Warte mal, das können wir doch auskennen hier, dann bauen wir das. Eine Pfandlampe. Verschlossenes Schlosstor. Ach, ausgezeichnet. Die können wir sehr gut gebrauchen. Oben im Turm findest du das Material, das du brauchst. Schlüssel zum Prinzenturm. Du solltest jetzt dort eintreten können. Das war wohl etwas wie ein Schuh. Ein Schuh? Ein Schlüssel. Oh oh. So, ein Bild. Gemälde von Eris. So, schnell weg hier. Mal blöd lachen, weißt du? Kommen die nicht auf die Idee, dass du hättest irgendwie Mist gebaut oder so. Dunkler Holzplanken belohnen, Rennstreppe. Oh, wo sind wir denn hier gelandet? Die haben wir aber schon, ne? Die orangene Kerze. Was? Da ist mir der Hammer ausgerutscht, aus Versehen. Was war das jetzt? Hey! Max! Oh, der Turm ist weg. Wir können da nicht mehr hin zurück. Das ist doch scheiße. Warum sagen die einem denn nicht, dass das ein Teleport-Item ist? Ne, das sind so Sachen, die ärgern mich dann immer. Ich hätte mir doch gerne den Rest noch angeguckt. Wo müssen wir denn hin? Zu Eris, ne? War das, mussten wir zu Eris? Nee, oder? Nee, die andere hier. Wie heißt sie denn? Rosemarie war es auch nicht, ne? Komm, dann quatsche ich noch mal ein bisschen mit der. Weil das wir mal langsam wieder ein Herzchen kriegen, weißt du? So, Journal. Eris. Doch, Eris. Geh mal weg. Fett LP, du bist zurück. Wie ist es gelaufen? Ja, wegen des Schlosses. Mach dir nicht zu viel Gedanken darüber, was du dort gesehen hast. Emily und ich standen uns einmal sehr nah, aber viel mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Es ist wichtig, sich frei ausleben zu können, findest du nicht? Danke für die Materialien, die sind perfekt für das, was ich vorhabe. Wenn du morgen wiederkommst, kann ich dir ein eigenes Bild davon machen. Deine Hilfe war für mich von unschätzbarem Wert, Fett LP. Hier hast du 5000 Blättern, gläsernen Schuh, irgendeinen so komischen Bobblebob und... oh, und falls du mit jemandem zusammenziehen möchtest, melde dich einfach bei mir. Ich will nicht niemanden zusammenziehen. Ich bin Single. Das will ich auch bleiben. Ja, dann haben wir das doch auch geschafft. Guck mal, das war ja einfach. Hauptsache, wir haben das Bild nicht geklaut, weißt du? Warte mal, wir haben doch eine Galerie, ne? Da können wir das doch reinwerfen.
Vielleicht interessiert das Wallen oder so. Ich kann ja nochmal mit Live eine kurze Quatschrunde machen, wenn ich schon mal hier bin. Live, bleib doch mal stehen. Live. Komm, gib mir jetzt dein Herz. Wir ziehen zusammen, ja? Sollen wir die Quest annehmen? Cecile? Oh, sie sieht nur aus wie jemand, den ich mal kannte. Sie ist nur etwas zu jung, um dieser jemand zu sein. Eines Tages bringe ich den Mut auf, sie darauf anzusprechen. Es muss ziemlich ernst sein, wenn Rem meinetwegen hergekommen ist. Ich habe ein schlechtes Gewissen, weil wir uns nicht so häufig sehen. Also wir haben ein Herz, aber du keine Quest. Blöd, Mann. Sollte man da auch einen klatschen? Was soll ich denn mit einem gläsernen Schuh? Was wollten wir denn machen? Ach, das hier. Wir haben bestimmt irgendwo Plätzchen. Um das Bild hinzuhängen. Bestimmt. Da ist auch ein Fleck hinten drauf. Was soll mir das sagen? Wo haben wir denn Platz für eine Bildergalerie? Na, im Zweifel. Machen wir Wallen auch noch eben. So, er will einen Regenbogenschmetterling. Ich weiß jetzt nicht, dass ich noch gar keinen Regenbogen... Ich meine, ich hätte schon mal einen Regenbogenschmetterling. Irgendwie kommt mir der sehr bekannt vor, aber... Ich schwör's auch nicht. Wollen wir noch mal gucken, ob wir ein Dachmodul finden, was wir noch nicht kennen? Nee, ne? Nee, das kommt mir alles bekannt vor. Da war ich hier heute schon mal. Alles klar. So. Dann gehen wir mal zurück. Tag ist ja auch schon wieder rum. Das ist ja das Problem, ne? So, rot. Und gelb. Was haben wir denn noch? Diese komischen Samen waren hier oben. Das haben wir auch. Das ist grün. Das passt dahin. Licht, diese komische Wackelpuppe. Noch mehr Licht. Dann sortieren wir das mal zusammen, ne? Da unten ist noch mehr Licht. Aber hier muss irgendwo mein Lichtschalter, also mein Lichtding sein. Und ihr seht, ne? Das reicht alles vorne und hinten nicht aus. So, dann haben wir hier noch so einen komischen 38er Block. Ich würde behaupten, das ist der. Hier unsere Wackelkopfgruppen. So. Auch hinstellen. Ich weiß nicht, ob man jetzt oder wie. Keine Ahnung. So. Ein gläsernes Schüchen. Zack. So, was machen wir jetzt noch? Ich lege mich schlafen. Weil der Tag ist jetzt gleich rum. Ja. Ach, so. Regenbogenschmetterling. Warum haben wir den nicht? Wisst ihr das? Wo könnte der herkommen? Ich muss mal auf den Wecker gucken. Ist nämlich relativ früh. Ich muss dafür sorgen, dass die Terraria-Folge pünktlich rauskommt. Hochgeladen ist, aber ich muss die jetzt noch schnell einrichten. Ich habe jetzt noch 10 Minuten zu. Damit wisst ihr, es ist 9.50 Uhr. Am heiligen Samstag. So. Liegt einfach daran, dass ich seit 6 Uhr nicht mehr schlafen konnte, wegen des Rückens. Aber das nur mal so am Rande. Ach, der Hund braucht schon wieder Essen. Gut, kriegt er noch Essen. Dann machen wir nochmal ein bisschen Morgenroutine. Und dann haben wir es für heute auch geschafft. Haben wir auf jeden Fall eine Quest schon wieder erfüllt. Was will man denn mehr? Immer dieses sich nicht melken lassen. Kleine, bockige, fette Kuh. Geht gar nicht. Jetzt
furzt der mich auch noch an, weißt du? Oh, ich habe einen Brief erhalten. Gucken wir doch mal schnell. Essen brauchen die hier keins. Wir haben auch genug da in petto. Das ist also nicht das Problem. Da unten ist noch, seht ihr das? Ein Gele-Stern. Dann holen wir uns den mal eben. Zack. Regenbogenschmetterling. Aber den hatten wir doch schon mal, oder nicht? Was meint ihr, Regenbogenschmetterling? Hatten wir den nicht schon mal? Also, ich meine ja... Aber wo? Wollt ihr die Post noch lesen mit mir? Oder sollen wir das in der nächsten Folge machen? Machen wir in der nächsten Folge, wa? Das ist nämlich ein Cliffhanger. Haha. So, Bananen sind noch nicht reif. Das ist noch nicht reif. Okay, dann den Apfel hier noch. Oder was? Nach den Pfirsich. Gut. Ja, dann bedanke ich mich bei euch für eure Aufmerksamkeit. Wünsche euch jetzt noch einen schönen Morgen, Mittag oder Abend. Zieh das absichtlich ein wenig in die Länge, damit ihr auch noch mit den Hühnern zusammen und mir kuscheln könnt. Ist ja auch mal schön. Wer will das denn nicht? Ja, also dann sehen wir uns gerne wieder bei einer neuen Folge von Staxel oder bei einem der vielen anderen Let's Plays. Na, bleibt doch mal hier, Huhn, auf meinem Kanal. Macht es gut bis dahin und vielleicht schaffe ich es ja auch in den nächsten Tagen mal endlich wieder einen Livestream zu machen. Aber vielleicht könnt ihr verstehen, dass mit diesen latenten Rückenschmerzen es schlichtweg überhaupt keinen Spaß macht. Und dann ist es immer schlecht beraten. Na? Also, macht es gut bis dahin. Ciao, ciao!